Die Suche nach Tremals Tochter hat Sandokan und seine Mannschaft nach Delhi geführt. Dort wurden sie von Abu Azam, dem Rebellenführer, für Spione gehalten und eingesperrt. Die Lage scheint auswegslos zu sein für unsere Freunde. Wache, ich will mit Abu Azam sprechen, auf der Stelle! Tut mir leid, Cracker. Ich bin zu schwach für so etwas, braucht man mehr Muskelschmalz. Sam würde es schaffen, aber der durfte ja nicht mit, weil er auf den Mariana aufpassen muss. Und den Cracker, diese Einstangen könnte auch gescheitert Sam nicht bieten. Eine ekelhafte Lage, wir können gar nichts tun. Nur darauf hoffen, dass Hilfe von außen kommt. Es muss uns gelingen, Abu Azam davon zu überzeugen, dass er sich irrt. Ruhe, der große Abu Azam erweist euch die Ehre seines Besuchs. Was wollt ihr, Spitzbuben? Ich will mir in meiner unendlichen Güte noch einmal anhören, was ihr vorzubringen habt. Aber ich warne euch, tischt mir nicht wieder irgendwelche Geschichten auf von entführten Mädchen. Das ist keine Geschichte, das ist die Wahrheit, Abu Azam. Dieser heimtückische Suyudama hat Tremals Tochter entführt und wir sind nur hier, um das Mädchen zu befreien. Schämst du dich nicht? Du hattest doch inzwischen genügend Zeit, dir eine bessere Geschichte zu überlegen. Deine Lüge wird durch ständiges Wiederholen nicht zur Wahrheit. Es ist aber die Wahrheit, Abu Azam. Ihr müsst uns glauben. Ihr tötet das Mädchen, wenn ihr uns nicht glaubt. Ja, denn wenn wir Tremals Tochter nicht befreien, wird sie umgebracht. Wenn ich etwas hasse, dann sind das Leute, die mich zum Idioten machen wollen. Glaubt ihr, ich weiß nicht, warum ihr hier seid? Der Feind plant einen Überfall auf mein Land und dafür sollt ihr es auskundschaften. Suyodama hat mir hieb- und stichfeste Beweise für eure Spionageabsicht geliefert. Dagegen habe ich keinen Beweis, dass eure Geschichte von der Entführung stimmt. Also, was bleibt mir denn übrig? Ich bin leider gezwungen, euch als Spione hinrichten zu lassen. Lasst mich runter, ich will zu meinem Papi. Papilein sitzt zusammen mit seinem Freund Sandokan auf Nummer sicher bei Abu Azam. Der blöde Trottel Abu glaubt wirklich, was ich ihm vorgelogen habe. Man darf keine Lügen erzählen und du bist ganz, ganz gemein und schlecht. Das verstehst du noch nicht, aber manchmal muss man einfach Lügen erzählen. Zum Beispiel, wenn man will, dass Sandokan und seine Bande zusammen mit Papi abgemoxt werden. Und wenn man außerdem will, dass Abu, der Idiot, das erledigt. Mein Daddy wird nicht abgemurkst, der kommt und holt mich, das wirst du schon sehen. Hey, was ist das denn? Schnell, renn weg! Du bist ja ein richtiger Teufelsbraten. Die große Göttin Kali im Tempel von Kaschmir wird ihre Freude an dir haben, wenn wir dich ihr zu Ehren opfern. Surama, ich mache mir schwerste Vorwürfe. Ich habe dich in diese schlimme Lage gebracht. Ich war es, der dich überredet hat, mit nach Delhi zu kommen. Nein, niemand hat mich überredet, Yannis. Es war mein freier Wille. Aber ich wollte dich beschützen und darin habe ich versagt. Oh. Wir sind zusammen, Yannis. Nur das ist wichtig. Das ist ja nicht auszuhalten. Gleich kommen mir die Tränen. Cracker, aus dir spricht doch nur der grüne Neid. Du bist neidisch, weil kein Papageienfräulein für dich da ist. Flügelchen halten vor dem Tod. Die einen meditieren, die anderen machen Witze. Es gibt doch sehr verschiedene Arten, wie man die letzten Stunden vor seiner Hinrichtung verbringen kann, wie es scheint. Malkus Gemüt möchte ich haben. Der verschläft seine eigene Hinrichtung. Sandokan, ohne Spaß jetzt. Wir sollten noch einmal alles durchdenken. Wir sind in einem Turm gefangen und vor der Tür sind Wachen aufgestellt. Selbst wenn es uns gelänge, die Tür aufzubrechen und die Wachen zu überwältigen, würde uns das nichts nützen, denn im ganzen Palast wimmelt es nur so von Wachen. Wir kämen nicht mal bis in das unterste Stockwerk, geschweige denn zum Ausgang. Wir können nur hoffen, dass Bedar, dein Freund, uns rettet. Ich fürchte, Suyodama ist es irgendwie gelungen, Abu davon zu überzeugen, dass wir Schurken sind. Abu wird in dieser Sache nicht auf Bedar hören wollen. Die Spione werden im Morgengrauen erschossen, Bedar. Das ist mein felsenfester Entschluss. Ich habe Suyodamas Beweise. Suyodama hat sie natürlich gefälscht. Er ist ein charakterloser Halunken, der für Geld alles tut. Und das Kind, das er zurzeit mit sich führt, ist nicht seine Nichte, wie er euch gesagt hat. Ich weiß ganz genau, es ist die Tochter von Tremal. Genau das hat mir Suyodama vorausgesagt. Du stellst dich auf die Seite von Sandokan und seiner Bande. Du hast dich von denen einwickeln lassen. Verzeihung, euer Gnaden, aber ich... Ruhe! Ich will kein Wort mehr von dir hören. Du weißt, wie außerordentlich wertvoll Suyodamas Männer für unseren Freiheitskampf sind. Ohne sie wäre unser Kampf aussichtslos. Und Suyodama hat gedroht, dass er sie abzieht, wenn ich in der Sache Sandokan auf dich höre. Die Spione werden morgen erschossen. Verzeiht, Abu, aber ich denke, dass die Angst um euer Land euch blind macht. Und ich denke, dass ich mir über deine Zukunft hier Gedanken machen sollte. Jedenfalls verbiete ich dir jeden Kontakt mit den Gefangenen. Die Pirateninsel ist erobert und Sir Williams Flotte segelt zurück zur Insel Labuan.
Fest anziehen, Soldat. Er darf sich nicht rühren können. Ja, Sir, der kann nicht abhauen. Mariana, ich gestatte Ihnen, sich um die Wunden dieses Halunken zu kümmern. Ich gehe davon aus, dass ich Sie damit zufriedengestellt habe. Sam hat hohes Fieber. Er muss in ärztliche Behandlung. Rufen Sie den Flottenarzt, Sir William. Wozu denn? Er wird in Labuan ohne ihn gehängt. Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, Mariana, Ihre Fürsorge für diesen Strolch hat schon etwas Rührendes. Der Engel der Piraten oder sowas, wie? Gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt vergessen Sie nicht, was Sie versprochen haben. Wir wollten über unsere Hochzeit reden. Nie habe ich... Sandokan ist... Sandokan war, meinen Sie? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich sichere Nachricht über Sandokans Tod habe. Er ist in Indien mitsamt seiner Bande umgekommen. Wir reden über die Hochzeit, gleich. Ich erwarte Sie in meiner Kajüte. Ob das wahr ist, dass Sie alle nicht mehr am Leben sind? Nein, das ist sicherlich gelogen. Er verdreht die Wahrheit, wie er will. Jetzt sollten wir sehen, dass wir dich vom Schiff runterkriegen, Sam. Ja, nur wie? Hier, bleib ganz ruhig sitzen und warte ab. Hinter dir hängt ein Dinghy. Du wirst wissen, wenn es Zeit ist. Ich kann es kaum erwarten, dass wir Labuan erreichen. Wenn ich Lord James, seine Nichte, zurückbringe, habe ich sein Wohlwollen wieder. Klar. Und für den gefangenen Piraten gibt es sicher ein Sonderlob. Nur wie bringe ich Mariana dazu, mich endlich zu heiraten? Jetzt! Sam, ich hoffe, dass du Land erreichst und Sandokan findest. Viel Glück! Es geht los! Feuer! Eine Lampe ist umgefallen! Feuer! 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 Feuer an Deck! Feuer! Es brennt! Es brennt! Feuer! Komm schnell! Schnell! Rüber! Los! Es löscht! Mach schon! Schnell! Nein, das Feuer darf sich nicht ausbreiten! Schnell! Pass auf! Da fängt es auch an! Komm doch hier rüber! Es fing plötzlich an zu brennen. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese Lampe umfallen konnte. Ein Meisterwerk. Ah, die Henkersmahlzeit für unsere Gefangenen. Ja, so ist es, Sahib Bedar. Und ich habe mir große Mühe gegeben. Ist dies nicht ein wahres Meisterwerk der Konditorkunst? Ja, nur ich... Was ist? Ja, wo ist der Wein? Zur Henkersmahlzeit gehört Wein. Richtig. Hab ich vergessen. Ich hol sofort welchen aus dem Keller. Oh. So dürfte es klappen. Noch das? Ich habe passenderweise einen blutroten Wein ausgewählt. Das wird den Verurteilten gefallen. Sicher, diese Henkersmahlzeit gefällt Ihnen. Davon bin ich überzeugt. Der große Abu gewährt euch eine Henkersmahlzeit. Esst sie mit Andacht, ihr Halunken! Kein schlechter Service. Oh, diese Torte sieht lecker aus. Ich glaube, mit der fange ich an. Ich habe zwar nicht Geburtstag, aber so etwas Ähnliches. Ja. Dieses Mal, Cracker, bin ich sehr froh, dass du den Mund zu voll genommen hast. Ich hätte mir den Schnabel brechen können. Oh. Damit können wir die Gitterstäbe durchfeilen. Irgendjemand draußen will uns helfen. Was haben wir denn da? Hier ist noch was. Ja, das ist von Bedar. Er schreibt uns, dass er unten mit einem Seil auf uns wartet. Ich wusste doch, dass der treue Bedar uns nicht im Stich lassen wird. Also los, Janis, wir wissen, was wir tun müssen. Ei, ei, Sandokan. Ich hab mir zwar vorgenommen, abzuspecken, aber sowas darf man nicht verkommen lassen. Oh? Achtung, ich höre was, da kommt einer. Ah, ihr seid es, Sahib Bedar. Ich habe euch hier nicht erwartet, Männer. Ich dachte, ihr wäret mit Suyodama auf die Reise gegangen mit diesem kleinen Mädchen. Er wollte das Kind nach Madras bringen. So war's doch, oder? Ich meine, es war doch Madras. Nach Madras? Ja, so habe ich das wenigstens verstanden. In Madras bringt er das Mädchen in ein Versteck und wartet auf das Lösegeld. So habe ich's gehört. Nein, Suyodama reist zu einem Tempel in Kaschmir.
Halt die Schnauze, du Idiot! Hey, wieso Idiot? Das weiß ich zufällig genau, dass Suyodama zum Tempel in Kaschmir reist, weil er das Mädchen der großen Kali opfern will. Das weißt du doch auch! Soll ich endlich das Maul halten, du Schwachkopf! Über die Opferungen im Tempel von Kaschmir dürfen wir mit niemandem reden! Hast du das vergessen? Uns ist auch gesagt worden, dass wir Bedar nicht trauen dürfen. Jetzt weiß er's! Wir müssen ihn beseitigen! Ich knall ihn ab, weg! Maus! Ach so, in einem Tempel in Kaschmir will Suyodama das Mädchen der Göttin Kali opfern. Ich bin der reichste Bandit in Indien, Kleine, weil ich so klug bin. Zuerst staube ich bei Lord James ab, dem Gouverneur von Labuan. Einfach dafür, dass ich dich entführe. Dann lasse ich mich fürstlich von dem alten Vollidioten aber für ein paar Banditen bezahlen und vielleicht nehme ich deinen Papi auch noch irgendwie aus. Nein, du! Du bist ganz gemein und böse. Du wirst eingesperrt ins Gefängnis. Sei nicht so frech, du kleine Kröte. Das rate ich dir. Ich werde nicht in das Gefängnis gehen. Und du wirst für die Göttin Kali abgemurkst. Heil schneller, Janis. Wir wollen endlich hier raus. Hey, Sandokan, ich bin ja so gut wie fertig. So. Cracker, alter Freund, wie wär's, wenn du mal nachsiehst, ob unten die Luft rein ist? Hm? Klar, der große grüne Luftlagenpfeiler ist schon unterwegs. Ah, ich erinnere mich. Du bist der Sultan. Sehr fein beobachtet. Zuweilen mischt sich der Sultan und das Volk. Sein Name ist ein Cracker. Gut, schnell jetzt. Schnapp dir das Seilende und flieg hoch zum Turm, oh großer Sultan Cracker. An sich habe ich für sowas meine Diener, aber weil ich inkognito bin, will ich mal nicht so sein. Hab's. Cracker, du Held, ich könnte dich küssen. Das könnte ich auch. Krieg ich keine weiteren Kussangebote, dabei habe ich mindestens zwei Banditen erschlagen. Hat Bedar gewartet? Ja, er hat mir bei den Banditen ein bisschen geholfen. Janis, komm, du bist der Erste. Ei, ei, Sandokan. Vielleicht sollten wir unserer Schlafmütze fairerweise auch noch Bescheid geben. Maiko, komm wach auf, du verpennter Tiger. Geht's zum Köpfen oder geht's ins Gefecht? Weder noch. Ich muss dich enttäuschen, wir hauen einfach ab. In der Nähe der Pirateninsel gehen wie jeden Tag die Fischer ihrer friedlichen Tätigkeit nach. An diesem Morgen wartete eine Überraschung auf den Häuptling der Fischer. Wer ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Aber doch, es ist Sam. Das ist unser alter Freund Sam. Und er scheint verletzt zu sein. Schnell, Leute, wir rudern hin. Sam! Oh. Kannst du mich hören, Sam? Wir sind deine Freunde, die Fischer. Bleib ruhig liegen. Wir bringen dich nach Haus auf eure Insel. Nein, halt, nicht dorthin bringen. Soldaten von Labuan haben unsere Insel überfallen und alles zerstört. Ruhig, Sam, ganz ruhig. Sir William hat mich gefangen genommen. Und Lady Mariana ist in seinen Händen. Ich konnte entfliehen, aber Lady Mariana konnte ich nicht befreien. Mach dir deswegen jetzt mal keine Sorgen. Du musst erst wieder auf die Beine kommen, bevor wir uns darum kümmern. Man kann nur hoffen, dass unser Freund wieder auf die Beine kommt. Jetzt wollen wir auf dem schnellsten Wege zu unserer Insel zurück. Seine Wunde muss versorgt werden. Und was ist aus Sandokan mit seinen Männern geworden? Wo sind sie? Was machen sie gerade? Sandokan und seine Männer sind mit Bedar auf dem Weg nach Kaschmir, um Shamina zu retten. Bedar sagt, Suyodamas Tempel liegt im südlichen Kaschmir. Stimmt das? Ja, es ist ein Tempel über einer Begräbnisstätte. Bedar hat mir den Weg beschrieben. Wenn ich mir vorstelle, dass die Kleine diesem Suyodama ausgeliefert ist. Grässlicher Gedanke. Janis, ich bete, dass wir Shamina rechtzeitig finden. Toll, hier wollen wir versuchen, den Fluss zu überqueren. Du hast gut reden, Sandokan. Du sitzt ja auch 2 Meter über der Wasseroberfläche im Trockenen. Hoch mit dem... Siehst du? Na, Kleiner? Vorwärts, Männer! Seht mal, Männer, hinter uns! Oh nein, ein Haufen Banditen! Ja! Da
ist ein Hinterhalt. Sie haben uns umzingelt. Sie greifen uns von hinten an. Schnapp sie dir, Jumbo! Verpass in der Dusche! Nein, Peter, was ist? Peter! Ihr müsst ohne mich. Hey, Surama, dir ist nichts passiert. Ich glaube, Bedar ist getroffen worden. Was? Sandokan, Trema! Bedar wurde getroffen. Wir werden dich niemals vergessen, Bedar. Du hast dein Leben gegeben, weil du meine entführte Shamina mit uns gesucht hast. Ich danke dir, mein Freund. Dein Mut soll uns Beispiel und Vorbild sein, Bedar. Mögest du in Frieden ruhen. Wir müssen weiter, Männer. Sorgen wir dafür, dass Bedars Tod nicht umsonst war. Ruhe! Die Seele des Gerichts sollen schweigen! Ich habe euch hier zusammengerufen, weil ich und ihr gemeinsam an einem Wendepunkt unseres Lebens stehen. Ich brauche euren Rat und bitte um Wortmeldungen. Du bist dran. Was meinst du? Ich spreche als euer Verstand, Majestät. Und da müssen wir zugeben, Sandokan ist uns wieder entwischt. Wenn wir nachdenken, wessen Schuld das war, dann kommen wir notwendig auf Lord James. Ja, der Gouverneur von Labuan und der Schwachkopf Sir William behindern uns. Ich danke meinem Verstand für die bemerkenswerten Ausführungen. Ja, bitte, du bist dran. Ich, Majestät, bin in eurem Wesen die brutale Seite und möchte mal ein paar deutliche Worte über Lord James sagen. Lord James ist ein vollkommen verblödeter Cyberkreis, der leider zu dumm ist, um von allein abzukratzen. Deswegen müssen wir nachhelfen. Wir sollten ihn um die Ecke bringen. Ja, interessant. Und ich bin die aufgeblasene Seite eures Wesens, Majestät, und muss leider feststellen, dass Lord James uns immer wieder aufs Neue zum Affen macht. Und zwar nicht nur bei der Jagd auf Sandokan, sondern weil die Insel Labuan vor unserer Küste liegt und an sich uns gehört. Wir sollten also die Insel Labuan erobern und unserem Königreich einverleihen. Damit wir genau uns Ruhm erwerben. Ja, bis weit über das Gebiet des südchinesischen Meeres hinaus, vielleicht bis Amerika. Ja, ich, Majestät, bin die unersättliche Seite von uns, ja. Ich stimme zu. Wir müssen erobern. Erweitern wir unser Reich. Mehr. Verschlingen wir Labuan. Ich bin im Prinzip einverstanden, aber bevor ich meine Entscheidungen treffe, möchte ich noch eine Seite meines Wesens hören. Mein Gewissen, es möge sich melden. Aber Majestät, ich bitte euch, das haben wir schon vor langer Zeit in Pension geschickt. Es wäre ein überflüssiger Fresse, habt ihr gesagt. Gut, stimmen wir ab. Besieg Lord James! Erobert Labuan! Oh, ich hab wieder geträumt. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig gegessen habe. Hey! Vielleicht rollt hier endlich der Nachschub an. Fragt in der Küche, wo mein Pudding zum Nachtisch bleibt. Unterdessen ist Lord James zurück auf Labuan, zur Freude seiner Untergebenen. Es ging heiß her damals bei Waterloo. Einmal bei einer Kavallerieattacke, ich mit meiner Abteilung auf dem linken Flügel. Wir reiten wie die Teufel doch da! Ein Wassergraben. Ich setze zum Sprung an, aber da... Mein Pferd wurde dafür zur Verantwortung gezogen vor dem Kriegsgericht. Das waren glorreiche Zeiten. Wir haben Napoleon in die Pfanne gehauen und fingen an, das britische Weltreich aufzubauen. Heute bin ich Gouverneur. Genug aber davon. Wir hören Ihre Kriegsgeschichten immer wieder gern, Sir. Sie werden von Mal zu Mal besser. Tatsächlich? Na, lassen wir die alten Geschichten, wenden wir uns neu zu. Unserer schönen Insel Labuan stehen große und festliche Tage bevor, Soldaten. Wer von euch kann mir sagen, was ich damit wohl meine? Sie meinen die glückliche Heimkehr Ihrer Nichte, Sir. Ja, gut, der Mann, richtig, der Mann, das meine ich. In Kürze wird Sir William mit Lady Mariana hier eintreffen. Ihr alle wisst, dass ich meine Nichte in diesen Piraten Sandokan verguckt hatte. Aber das verzeihe ich ihr und außerdem ist das vorbei, das kann ich euch versichern. Sie ist garantiert wieder vernünftig und ihrer Hochzeit mit Sir William steht nichts mehr im Wege. Ich sage euch, so eine Feier hat Labuan noch nicht gesehen. Können Sie mir sagen, was ich mit Ihrem Ring anfangen soll? Ich gedenke nicht, Sie zu heiraten. Aber wenn ich Sie doch liebe, Mariana. Was wissen Sie denn von Liebe? Sie kennen nur Neid und Bosheit. Mariana, ich liebe Sie und bin bereit zu vergessen, was ich weiß. Denn Sie legten das Feuer und haben damit dem Piraten zur Flucht verholfen. Das muss Lord James nicht unbedingt erfahren, falls wir heiraten.
Erzählen Sie doch meinem Onkel, was Sie wollen, verehrter Herr. Nur sollten Sie eines nicht vergessen. Sie sind schuld. Sie hatten das Kommando, Sir William. Und Sie waren verantwortlich für den Gefangenen. Und Sam ist Ihnen entwischt. Den Kerl werden wohl schon die Fische gefressen haben. Schade nur, dass ich Sandokan nicht auch schon so weit habe. Nun, was nicht ist, kann ja noch werden. Oh. Wie ich vorhin schon erwähnte, Sie sind neidisch und boshaft. Mein geliebter Sandokan, wo bist du? Der Tempel sieht genauso aus, wie Beda ihn beschrieben hat. Wir müssen die Banditen im Handstreich besiegen. Aber das wird nicht ganz ungefährlich, Männer. Surama, du wartest am besten hier auf uns. Nun wirst du zu Kali in die Ewigkeit eingehen. Schrei nur! Hier hört dich niemand! Weiter, Janis. Ich gehe in den Palast. Wo bist du, Suyudama? Wo versteckst du dich? Gut gemacht. Shamina! 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 Zum Ruhme der Göttin Kali! Shamina! Beruhig dich, der kann dir nichts mehr tun. Shamina, Shamina, Shamina! Oh, meine geliebte Tochter Shamina, endlich, endlich habe ich dich wieder. Und die anderen? Niemandem ist was passiert, sie sind alle gesund. Sie bewachen die Banditen. Die ich gefangen habe, mit wir gefangen Ein haben. Ein großer Tag für uns. Für Sandokan und Ehre! Für Sandokan! Sandokan, das weiß ich, aber wer ist die Ehre? Der Verbündete des Rajas von Sarawak, der bösartige Sir William, plant einen neuen Angriff gegen Sandokan und seine tapferen Piraten. Werden sie Sir William endlich besiegen können? Was geschieht auf der Pirateninsel? Neue Gefahren lauern auf unseren Sam. Verpasst nicht die nächste Folge von Sandokan.